Moin in die Runde. Gestern war ein herrlicher Tag. Wow. Maisernte hat begonnen. Und was muss man da hören? Die Deckelung der Biogasanlagen für jedes erzeugte KW auf 20 Cent. Hat schon mal nachgerechnet, Ena? Also ich weiß nicht, ob die im Landwirtschaftsministerium oder ist das ein, ja, Augsburger Puppenkiste, ist wohl dasselbe, oder? Da wird gesagt, wir deckeln nicht. Die Kosten werden höher, denn die Politik, na, auch wo diese Wachsfiguren oder Witzfiguren mit drin sitzen, ist ja nur so, dass sie den Preis für Diesel, Gas, überhaupt Energie so hoch dermaßen angehoben haben. Und jetzt fällt ihnen ein, ach, wir deckeln einfach mal diese knapp 9000 Biogasanlagen. Mit welchen Rohstoffen sollen wir denen füttern? Irgend so ein Spaßvogel hat dann wohl gemeint, mit Ackerreststoffen. Hallo? Ackerreststoffe? Da gibt es so einen Spruch bei Bauern, also dumm wie Bodenstroh. Ja, warum wohl? Doof ist im bäuerlichen Jargon taub, da ist nichts mehr drin. Ob du doofer Hafer ist oder Torb und Stroh, da ist kein Korn, also keine Energie mehr drin. Auch bei Bohnen, wenn die raus sind, die Bohnen, dann ist es bloß noch Stroh, also keine Energie drin. Und Lignin verheizen, also kannst du im Ofen machen. Also Stroh kannst du verbrennen und dann kriegst du Energie raus. Das stimmt, da haben sie recht. Aber die vergären, das Stroh vergären. Oder haben die jetzt an den Ackerreststoffen, haben die damit gemeint, wir sollen jetzt die Wurzeln vom Mais mit verheizen, also mit verfüttern. Da müssen wir noch ein paar Kräfte haben, die das dann mit der Hacke, mit der Kartoffelhacke am besten rausroden, schön abschütteln, schön sauber, darf ja kein Sand mehr drin. Und dann da rinschmeißen in den Pott. Erst silieren und dann da rinschmeißen. Also, ich weiß nicht, was so manche Politiker drauf haben, aber denken fällt denen wohl sehr, sehr schwer. Sonst würden sie es ja vielleicht irgendwann mal machen. Denn war 180 Millionen sind ja bis Oktober, sind ja freigegeben. Im ersten zahlen sie dann 135 Millionen aus. Empfänger sollen bis zu 15.000 Euro könnten Sauenhalter, Schweinehalter, Mast und Hühnerbetriebe in Mast bekommen. Insgesamt sind 42.000 Betriebe da in der Liste, die das in Anspruch nehmen können, wenn sie einen Greening-Antrag in 2021 gestellt haben. So, wenn man sich mal die Summe 135 Millionen anschaut, und dann sagt, okay, wir rechnen mal durch 42.000 Betriebe, das sind 3.600 Euro und das ist eine Dieselrechnung. Für einmal mehr wird da nicht rauskommen. Die meisten Betriebe brauchen ja auch Diesel, um das zu bearbeiten. Oder Sauenhalter, Hühnerhalter, die brauchen ja die klimatisierten Ställe. Gut, wenn jetzt die Tierwohlumlage kommt oder der Tierwohl kommt, dass wir dann bloß nach Außenstelle oder Außenluftstelle haben, dann brauchen wir diese Energie nicht mehr. Und was machen wir im Winter, wenn es kalt wird? Musst du drinnen auch ein bisschen heizen. Es sind alles solche Sachen an den Haaren herbeigezogen, so 0815, mal schnell aus dem Ärmel schüttelt, Hauptsache wir haben was gemacht. Und ich lasse mich als grüner Gott feiern. Ja, oder als Westenverkäufer, Hühnerwestenverkäufer. Das ist die große Frage. Ich weiß nicht, was mit der Politik noch so sein soll. Und dann wollen sie uns ja völlig gegen die Wand fahren. AdBlue gibt es ja nur auch, Gott sei Dank, nur noch selten, bis gar nicht. Und dann haben wir, was haben wir noch so? Keine Chemie mehr. Der Landwirtschaftsminister und seine Staatssekretäre sind ja jetzt für die Deindustrialisierung Deutschlands, indem man den Chemieriesen vorschreibt, was sie in Deutschland noch herzustellen haben und was nicht. Also es wird nicht mehr lange dauern, ist die Chemiebude oder die Chemiebranche in Deutschland auch zu. Wer soll die ganzen Arbeitslosen ernähren? Ja, das wird irgendwann noch Geld geben und dann ist irgendwann vorbei. Dann werden wir hier als Bauern bloß noch in Naturalien bezahlt. Der eine bringt seinen Teppich, der nächste bringt das Meißner Porzellan. Bloß wo sollen wir das verkaufen? Um Produktionsmittel zu kaufen. Hier ist irgendwas faul. Denkt mal drüber nach. Nicht nur wir Bauern, auch die Bürger.